letzten 15 Minuten stehen auf dem Programm. Und da hat Dortmund eine Chance. Die Nummer 11 schießt. Ibel, der wieder den Linksaußenposten eingenommen hat. Aber sein Schuss hat keine Kraft mehr. Sein Schuss hat keinen Nerv. Er prallt an der Deckung ab. Und im Nachsetzen will sich Schanko noch einmal des Leders bemächtigen. Aber er wird etwas hart. Von Langlotz, dem Schützen des zweiten Ausgleichstors der Mannheimer, angegangen. Fällt hin und das gibt einen Freistoß, den der im Gesicht verletzte linke Verteidiger Halfen von Dortmund ausführen wird. Kriegt den Ball auf den Elfmeterpunkt. Da köpft ein Spieler der Dortmunder aber genau auf den sich werfenden Jöckel. Und Jöckel hat den Ball aufgenommen, versucht jetzt die ihn angreifenden Dortmunder Stürmer auszumanövrieren. Das ist ihm gelungen und weit geht sein Abschlag über die Mittellinie zu seinem eigenen Sturm. Aber die Mannheimer haben es auch nicht leicht. Die Dortmunder Abwehrspieler, trotz aller Nervenbelastung, trotz aller Kraft, Anstrengung und Vergeudung, decken, halten ihre Leute und sind diesem Mannheimer Wirbelsturm doch in den größten Spielphasen Herr geworden. Trotzdem ein De La Vigne links, rechts, in der Mitte und überall auftaucht, trotzdem halten im Großen und Ganzen die Deckungsspieler des westdeutschen Meisters ihre gefährlichen Stürmer. Aber der Mannheimer Sturm, er ist seit dem Beginn der zweiten Halbzeit wesentlich schneller geworden und hat jetzt versucht es wieder. Da soll die Nummer 8 eingesetzt werden. Langlotz hat die Nummer 10 eingesetzt. Stiefvater schießt auf das leere Tor. Nachschuss Löbke im Tor. Da reklamiert Borussia Dortmund. Grau liegt geschlagen am Boden. VfR Mannheim mit seinem Anhang für dritter Spielfeld. Sacher weiß. Enthusiasten zurück, aber das Tor gilt trotz des Protestes. Löbke, der eigentlich auf Mittelstürmerposten stehen müsste, stand auf links außen und schoss aus 8 Metern in das verlassene Tor. Torwächter Rau versuchte nach einer Robinsonade. Rumhofer wollte ihm helfen, aber die beiden behinderten sich gegenseitig. Der Ball war nicht mehr vom Tor abzuhalten. Zwischen ihnen knallt der Ball zum dritten Tor. Für Mannheim ins Netz. 10 Minuten vor Ende der 120 Minuten Spielzeit führt zum ersten Mal Mannheim mit 3 zu 2.